Hallo und willkommen zum heutigen Let's Play Attack of the B-Team, wieder mit dem Benny, der hier irgendwo rumfliegt, glaube ich. Bei dir. Über mir. Schnell mal zumachen da. Ich werde ausspioniert. Oh. Der Typ fällt mir nicht. Ach genau, ich wollte mir noch was aufsetzen. Den wollte ich dir noch zeigen. Aufsetzen. So, pass auf jetzt. Wir haben das, wir haben das. Dann machen wir das und das. Oh. Ah, jetzt habe ich die Nuggets wieder vergessen. Fuck. Gold. Haben wir da bestimmt noch Nuggets drin liegen, sage ich doch. Für was haben wir eigentlich so viele Nuggets gebraucht? Diese Goldnuggets. Haben wir dafür irgendwas gebraucht, oder? Ja. Ich weiß nur für was. So, einmal das, einmal das, einmal das. Dann brauchen wir hier und hier die Pain. Und hier und hier und hier. Das da. Yeah. Jetzt habe ich vorhin gleich so viele gebaut, jetzt hoffe ich, das schaut auch halbwegs gut aus, Alter. Hä? Jetzt kann ich nicht mehr da oben drauf sitzen. Leck mich doch am Ärmel, Alter. Jetzt habe ich extra die Blöcke gebaut und kann sie da nicht oben drauf sitzen. Armes kleines Buch. Jo. Hier. Ja, was jetzt? Jetzt habe ich dir extra solche Pillar gebaut und du willst hier keine ransetzen. Hier, schau mal, ich hab uns neue Lampen gebaut. Warte. Machen wir 1, 2, 3. 2, 3. Was denn? Schon geil aus, wa? Witzig Kätzchen, guck mal. LOL. Ich hast nur dann Atta. LOL, ein Gameboy. Gameboy. Oder die schon cooler als die Lampen, ne? Mhm. Kannst auch wieder in allen verschiedenen Farben bauen. Sag's gleich zu meinem fetten Dach. Das ist überdimensioniert geworden, habe ich so das Gefühl. Ach was? Yeah! Also die Lampen gefallen mir mal. Die machen vor allen Dingen auch richtig viel Licht. Hier dürfte eigentlich gar nichts mehr Böses spawnen, das geht gar nicht. Keine Ahnung. Bei dem Licht, was wir hier überall hinballern. Wir sollten vielleicht da oben unsere Statuen Fabrik, unsere Statuen Dings so weit ausweiten. Ach, das geht wohl nicht. Ach doch, geht. Doch. Yeah! Chinesischen Garten bauen. Yeah! Hier drin verbinden. Was? Also so hier irgendwie verbinden. Ja, warte, ein paar habe ich noch, geh weg. Geil. Das schaut ja mal stark aus. Cool. Das erstmal mit Microblocks und gleich extrem begeistert davon. Muss ich mal so sagen. So. Warte mal, die können wir auch daran setzen. Yeah. Und für der erste Zombie angerannt hier. Nur schnell ins Bett. Coole Sache. Weil ich mir noch. Also das mit dem Microblox, das gefällt mir. Das, so, komm, auf ins das gefällt mir mal richtig gut. Das muss man schon sagen, das gefällt mir echt gut. Da werde ich, glaube ich, jetzt demnächst öfters mal so mit so ein bisschen was rumbasteln mit solchen Microblocks. Soll ich noch alles sehen? Was? Diesen Microblocks, was gibt's denn noch alles für Zeug? Alles. Du kannst dir kleine Buttons machen, du kannst dir Ecken machen
fürs Haus zum Beispiel und so weiter. Weil. Muss halt mal schauen, dass also das eine sind Pillar, dann gibt's Holocover, Holopanel, Holoslabs. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie man so ein Cover baut. Bestimmt dann die Säge vielleicht in die Mitte. Und das drumherum? Nee. Aus Geist Marple, da gibt's alle, da gibt's gemeißelte Marble-Säulen. Ja. So, das sind dann die Panel. Also mini kleine Steine bauen. Ja. Frage ist nur, wie kriege ich jetzt hier noch ein Ding hin, noch ein Achso, hier Cover. Alter, schau mal an, wie schmal man hier bauen kann, schau mal. Wie klein du das Zeug sägen kannst. Ah, das kannst du hier schon gar nicht mehr dran bauen, so klein ist es. Gesehen? Ein Stone Strip. Da musst du aber genau zielen, dass du dasselbe stalte. Schau, das kannst du jetzt zum Beispiel hier in die Ecken reinbauen, schau. Yeah. Könntest du auf dem Boden so als kleine Abschlusskante ran machen oder so oder ans Dach? Ja. Mehr von den Dingern. Ja, muss ja mal eine Säge bauen. Einfach mal eine Saw eingeben. Brauchst du hier. Oder warte mal, du kannst ja eigentlich hier meine haben. Hier, schau. Zack. Hinter dir. Ich hab ja noch eine Diamantsäge. Cover. Nur weil ich einfach bloß Cobblestone, dann kann ich mir sowas bauen oder was? Ja, du kannst dir das aus allen möglichen bauen. Mache ich das dann? Du nimmst einfach dann das Material, packst die Säge am besten oben links ins Crafting-Feld, ne? Und dann packst du einfach unten drunter das Material, was du klein sägen willst. Und wenn du dann Pillar draus haben willst, dann musst du einfach dieses klein gesägte Material einen unten drunter und einen rechts neben die Säge packen. Dann kriegst du so Pillar. Yeah. Ja, Mann, das sieht ja mal. Das schaut geil aus, oder? Wenn Martin 6 mal kommt, der kennt sich gar nicht mehr aus hier. Der denkt, das ist kein Minecraft mehr. Ja, geil. Kannst du vor allem Wege bauen mit dem Rand? Ja. Pornös, Alter. Wie geil, ne? Ich glaube, ich bin gerade gekommen. Nein, falsch gesetzt. Vor lauter Lachen habe ich es falsch gesetzt. Die Säge unten rein. Kriegst du es hin? Irgendwie gerade nicht mit diesem. Jo. Das schaut ja mal richtig geil aus. Wieder falsch gesetzt, leck da am Ärmel, Alter. Boah. Mini-Zombie. Lol. Lol, der bleibt an den Microblocks hängen. Monsterfall. Bläder-Zombie. Bläder-Mann.
Bis wohin bist du jetzt gekommen? Ich habe jetzt erstmal schön Marble-Platten gemacht. Marble-Platten? Was hast du jetzt vor? Ja, alle voll im Bauwahnsinn, Alter. Also Microblocks gefallen mir. Schau mal an, hier Ja. der Weg. Ich habe aber, glaube ich, zu viel davon gebaut. Willst du noch ein bisschen was haben, weil ich will noch ein bisschen was anderes craften. Hier, das sind die Umrandungen, die ich für den Weg genommen habe. Hier hast du noch ein paar Stone Cover. Hier hast du noch ein paar Cobblestone Cover. Ich habe alles gemacht. Gut. Kannst du dich wegen auslassen. So. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß hier wieder wegsortieren. Auf jeden Fall echt genial. Coole Sache. So, was braucht ihr jetzt? Das brauchte ich. Und den Elektron haben wir ja auch schon. Zack. Haben wir noch Redstone. Mit Sicherheit. Also ich glaube, das letzte, was uns ausgeht, ist der Redstone. Würde ich mal fast behaupten. So, haben wir hier noch Redstone drinnen. Ja, ein bisschen was haben wir noch? Ob ein bisschen was haben wir noch? Schmeißen wir gleich mal noch welchen rein. Alle, jetzt haben wir mittlerweile fast 8 Buckets Lava, 8 Buckets Ding hier oben drin. Öl. So richtig gut produziert. Du hast mich ganz schön provoziert, Junge. So. Dann brauchen wir hier das Hardened Glass. Hä? Ich klopfe hier einfach die Mauer weg. Ich klopfe jetzt hier einfach die Mauer weg. Mauer weg, klopft. Das dauert aber lange. So, okay. Energy Cell. So, Creative Only, Leadstone, Aus diesem Geld Hornet, aus. Hornet. Ich habe nur die. Was ne Resonant? Alter, eine Resonant Energy Cell. Kann 50 Millionen RF speichern? Brauche ich. Ich wollte gerade sagen, bauen. Enderium Ingot. Was? Okay, dafür brauchen wir Enderium Das Blend. Polyso sieht aus Polyso. Toll, da brauchen wir Resonant Ender Bucket. Dazu müssen wir eine Enderpearl in dem Magma Crucible reinprügeln. Alter. Brauche ich alle, ich will das haben. Die haben wir ja. I, wir können die sogar noch höher schalten, wir haben die bloß auf 1000, oder? Ja, die kann man auf 2000 schalten. Zack. So, hier, die sollen mal ein wenig Gas geben da. Also jetzt füllt sie sich immer richtig schnell, muss ich sagen. Warte mal. 6x80. Haben wir noch so ein paar Magmatic Dynamos? Ah ne, wir haben eh genug Energie. Das passt schon so. Ja, genau, noch mehr so Dinge hingeknallt. Mal, da müsste der ja jetzt rein theoretisch extrem fett schnell hier produzieren. Wenn der jetzt da unten 2000 RF pro Tick schickt. Alter! Junge, komm mal kurz rein. Alter Schwede! Ich möchte aber nicht wissen, wie schnell das Ding da unten leer saugt. Du kennst doch, da springt da immer dieses rote Energieding, springt da immer hin und her bei dem Ölfabrikator, oder? Schau mal da rein. Warte, ja warte, noch, erst wenn der blaue Ding unten ist, pass auf jetzt.
Und jetzt gucken wir oben, wie schnell der produziert. Wir haben schon 8 Buckets. So, warte mal. Alter, mit 16 Buckets, da kommen wir doch, keine Ahnung, 20 Mal zum Mond wieder zurück. Aber beide. Klar. Da können wir unterwegs sogar noch einmal wegschütten. Jedes Mal. Ja, ich bin Ölscher, ich schmeiß mit Raketentreibstoff um mich rum. So, erstmal wieder Pause machen. Unsere Leitungen sind etwas überlastet. Ein bisschen zumindest. Ey, ich will so eine... Alter, ich will unbedingt so eine... So eine Zelle haben, Alter. Elektrum, Lead haben wir ja noch, ne? Lead haben wir noch. Denke ich. Du bist voll im Bauwahnsinn. Kommst du eventuell vielleicht mal kurz rein, dass wir eventuell uns mal hinlegen können? Na, ich wollte gerade hier so ein Babyzombie wegklatschen. Weil im Dunkeln draußen rumrammeln ist nicht gut. Vor allem nicht bei 164, das ist scheiße. Weil bei uns auf dem Platz ist doch eigentlich voll hell. Ja, deswegen kommt doch trotzdem immer wieder so neues Zeug hier ran. Ey, aber die Lampen... Wenn wir im Prinzip eine Mauer komplett außen rum ziehen, ne, dürften doch eigentlich gar nicht mehr reinkommen, wenn wir alles voll ausleuchten, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Redest du davon, dass ich reinkommen soll? Ja, ich weiß, raus. Durch das Gelaber wieder. Durch das Gelaber bin ich wieder raus. Das hat mich etwas verwirrt. So, genau. Jetzt brauche ich meine gefüllten Zellen. Ich muss noch schnell da oben die Leiste fertig machen. Dann toll, wieder nicht genug. Nicht genug Ding gehabt. Aber das mit dem Microblocks ist echt genial, ne? Also ich finde das finde ich ja richtig geil. Wer bist denn schon? Ja, wir übertreiben. Die hätte ich aber vielleicht andersfarbig sogar gemacht. Eventuell, also ich hätte die vielleicht andersfarbig gemacht. Ich werde erstmal meine scheiß Level hier draufhauen, Alter. Zack. So. Ich habe mein Schwert verzaubert. Mann. Was reichen wir nicht? Muss ja welche zusammensägen. So, wie schaut es hier aus? Okay, du bist fertig. So. Hä? Säge. Ja, mit der Säge. So, okay. Das. 2, 2, 2. Dann... Macht keine Pillar bei mir, das ist... Warum macht er keine Pillar? Ein drunter. Ja, du musst aber erstmal klein sägen, du musst erstmal Cover draus machen. So, und das machen wir aber erst wieder im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao, ciao. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und... Jo, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.